Da will ich mal gucken. Ja, also bestimmt wieder Zombie-Feuerwehrmänner. Jetzt habe ich den anderen Raum gefunden mit. Ich habe mich erstmal hübsch gemacht. Habe jetzt eine Pudelmütze auf, eine Sonnenbrille, eine Damensonnenbrille vor allem an. Jetzt nicht mehr schöne Yoga-Outfit. Ah, das sexy Yoga-Outfit, ey. Habe ich jetzt ausgezogen. Hi meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dead Rising 4. Der Spooky ist auch wieder dabei aus seiner Sicht. Hallo, und die Sandy natürlich aus ihrer Sicht. Wir verfolgen jetzt Obscurus. Die haben ja irgendein Monster gefangen gehalten. Wir haben Darcy befreit. Oh scheiße, ich kann nicht fahren. Ja, wir haben ihn eigentlich auf dem Sitz stehen gelassen. Ich wollte gerade sagen, der sitzt noch da in der Kammer irgendwo. Aber wir haben ihn halt, wir haben versucht ihn zu befreien. Also nicht. Nicht genau. Wirklich. Warte mal, können wir hier noch irgendwo was looten? Nee, wir fahren jetzt mal hinterher, wa? Ja, würde ich auch sagen. Hui, eine Sprungschanze. Oh. War da eine Chain Gun? Oh, abgerutscht! Oh, hier sind überall Sprungschanzen. Hui! Hast du dir den Quad geholt, oder? Ja, ja. Ich habe mal das militärische Fahrzeug, das hat oben eine Ketten-MG drauf. Da kann man, da muss man aber den Sitz wechseln. Kannst du nicht fahren und schießen gleichzeitig. Ich nehme das. Ach, wir kommen eh wieder jetzt in eine Stadt. Warum geht denn die Tür nicht auf? Oh. Muss ich absteigen? Ich bin abgestiegen, also Sandy-like abgesprungen. Erstmal das Tor wieder aufmachen. Jetzt habe ich das Quad so kacke geparkt, jetzt kann ich das Tor nicht aufmachen und mich nicht mehr bewegen. Voll. Auch nicht schlecht, muss ich mal anders parken. Mal rückwärts wegfahren. So, alles vorbildlich. Wo sind wir jetzt überhaupt? In einem neuen Stadtgebiet, oder? Scheiße, man kann den Quad nicht mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, du machst so direkt zu, der Penner. Auch nicht schlecht. Und ich höre da schon wieder... Oh, das sind schon wieder Soldaten, ja. Da holen wir uns doch. Oh, schnell wegrennen, die explodieren. Ach, das sind Obscurus, Leute. Ja. Abmurksen hier. Oh, scheiße. Was läuft denn hier? Echt mal, können die Zombies mich nicht in Ruhe lassen? Lieber den... Ja, den haben wir auch gerade gedacht, ey. Ah, hier ist alles voll mit Soldaten in jeder Hütte, ey. Haben die was denn hier? Hier sind Psychos mit Masken. Ach so, in der anderen Hütte. Ich gehe erstmal in das Ding hier rein, weil das ist doch schon wieder ein Laden. Ja. Mal den Laden durchsuchen, vielleicht gibt's, aber hier gibt's anscheinend doch, hier ist irgendwo was. Oh, jetzt habe ich so ein EC-Automat wieder für Schrott. Oh scheiße, ich bin ja fast tot. Oh ja, scheiße, heil dich. Oh, war das knapp. Ein Klatsche hier, ey. Oh, mich selbst mit erwischt wieder. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Was Absinth habe ich eingesammelt? Will ich gar nicht. Ich wollte eigentlich was... Will ich denn? Heilmittel wäre schön. Was ist hier? Ein Spielzeughammer, Spielzeugdrache, Bier wieder. Hier gibt es doch bestimmt auch was zu essen. Ach, habe ich ja schon. Muss ich nehmen. So. Was haben wir hier noch schön? Und Absinth, Snack. Ach, hier ist Snack. So, dann wage ich mich mal wieder raus, weil hier drin ist ja anscheinend nichts. Dann ist die Action los. Hier kommen auch lauter Freshies gerade angerannt bei mir. Ist da drüben Exosuit oder was ist das denn? Ja, das ist ein Militär-Power-Up, glaube ich, wenn das ist das, was, was ich gesehen habe. Und daneben ist eine Fliegenklatsche, die kann man wohl dann auch als Waffe holen. Also ein riesen Ding. Mit der Exosuit. Erstmal hier durchwühlen wieder, war und rumkommen. Ach, hier ist einer von Obscurus. Oh, jetzt sind mit der Kettensäge hier. Genau, in der Mitte geteilt. Lass mich doch mal in Ruhe, ich will weiter gucken. Das ist echt. Hier sind ja bestimmt wieder richtig viele Sachen zum Einsammeln, oder? Ich hab
irgendwas übersehen da drinnen in dem Laden. Da zeigt mir da irgendwas an. Hä? Ich hab noch gar nichts auf der Karte. Ich glaube, das ist ein neuer Abschnitt. Da müssen wir uns bestimmt wieder diese Pläne kaufen dafür, ja, oder so. Stimmt. Ist auch im Laden drin. Wo Absinth. Wieder besser geht. Muss irgendwas sein. Ach, hier geht eine Tür auf. Ah. Ist hier ein Knopf? Verschlossen, schade. Da ist wieder jemand, den man retten muss. Aber hier ist nirgendwo ein Schlüssel. Ah, okay. Zumindest sehe ich jetzt keinen. Ah, ATM ist noch drin, den habe ich mal gerade angeworfen. Habe ich schon gelootet. Hat gar nichts gebracht, lol, wie immer, mit meinem Glück. Ich gehe jetzt in den nächsten Laden. Aber Bier rein, ey. Der Scheiß kann nicht immer die einen von hinten angrapschen. Und ja. Jemand anders an voll grapschen. So, wo gehe ich denn jetzt rein? Hier gibt es da bestimmt noch mehr Läden. Da drüben ist ein Hotel oder so was, auf der anderen Straßenseite. Irgendwas war dort. Mal gucken gehen. Gelaufen. Ja, ich glaube, das war dort, wo die Psychos dort rauskommen sind, eben. Ach bei, so, mal. Bei dir sind bei mir nicht. Mit Masken haben da ein paar gestanden. Was so wie bei Purge. Die Säuberung oder so. Als das Weihnachtsgeschenke. Das kann nur mit einem Exosuit getragen werden. Da ist auch die Fliegenklatsche an diesem Mr. Splat Pest Control Auto. Hier ist eine Tür offen, mal gucken, ob da was ist. Der zeigt mir auch an, dass hier was ist. Ach, da liegt ein Handy. In dem Hotel. Guck mal, da ist jemand mit einem weißen... Und da ist noch einer. Los. Ach, das ist ein Blutgrund auch, nicht nur Dings. Wo denn? Ach da, stimmt. Ja. Beim Fernseher. Dinosaurier. Nee, Dinosaurier. Dinosaurier. Sau cool. Ich will eigentlich die Schublade aufmachen, aber mich stand hier noch ein Zombies. Ich hab schon so viel Schrott, ey. Geil, ein Deutsch drin, ey. Ich ja, mein mega Deutsch. Was hab ich mir denn angezogen? Egal. Bankräuber-Outfit. Ja. T-Rex machst du. Ah, hier kannst du gleich basteln. Oh, scheiße. Oh, jetzt hat mich der Zombie gebissen. Das Viech. Auch mal vielversprechend aus. T-Rex-Maske mit einem Säurebell da auf dem Kopf. Das sieh ich mir jetzt an. Mal basteln. Jetzt lasst mich doch mal eher in Ruhe basteln, ihr blöden Zombies. Flossen weg! Mal gucken, ob ich irgendwas finde. Geht hier die Tür auf? Nee, ne? Ah, mit einem Haushaltsreiniger geht's. Hab ich schon gehabt anscheinend. Yeah, Baby, ich bin T-Rex. Gibt's hier noch Alter, das... Der zeigt mir immer noch an, dass da was ist. Da muss irgendwie... Komisch. Was zeigt dir denn an? So ein Haussymbol immer noch. So, ja. Ich glaube, das ist nur, dass das ein Wohnhaus ist oder so. Wie meinst du? Ein betretbares Haus. Ist das nicht ein Unterschlupf? Ich geh mal nach oben gucken. Was jetzt nicht genau? Vielleicht gibt es ja hier oben noch eine offene Tür. Aber sieht nicht so aus. Obwohl, da hinten vielleicht. Mal ein paar Zombies an. Hier ist noch eine Tür. Was hat ein Schneeanzug, Jacke. Ziehen wir mal an. Jetzt habe ich das Säure-Ding nicht mehr. Oh, doch, das geht immer weg. So, Säure-Ding jetzt wieder. Gucken, ob hier irgendwas ist. Hier ist. Okay, können wir uns heilen. Ein Podcast ist hier nämlich. Siehst du, hab was gefunden. Oben in der einen Tür. Kunde der Untoten, Nummer 9, Podcast. Oh, jetzt kommt der Text. Cool.
Und ein Handy liegt auch auf dem Boden. Da gehe ich jetzt auch mal hin. Okay, der Podcast von der, wie heißt der, Paula? Hieß die so? Oh, Paula? Ja, ich glaube, ne? Ja, von Darcys Freundin, die komische halt. Die keiner, ja, die keiner kennen will. Genau. So, hier ist noch eine offene Tür oben. Mal gucken, ob wir da noch was finden. Ein Regenschirm. Oh, das ist besonders toll. Ach, unten ein Upload hier von Vic. Warte mal, dann kommt ja jetzt wieder Text. Psst. Ich warne schon mal vor. Macht das mein Gesicht dick? Echt schnieke das Ding. Ich ertrage das nicht mehr. Okay, ist vorbei. So, jetzt muss ich alle durchsuchen hier oben. Geh ich mal runter. Bist du auch schon bei dem Raum? Ja, ich habe gerade den Podcast gestartet. Ah. Upload ist durchge... Ah, okay. Hatte ich gequatscht. Wir kommen wieder, ob sind ja wirklich überall Obscuritas, Leute. Ja. Also Obscuris, so heißen die Obscuris. Ja, genau. Obscuritas ist ja ein anderes Spiel. So, dann gehe ich mal da rein, geht, kommt man da die rein. Die zweite Tür mit dem Handy da hinten irgendwo. Gehe ich denn jetzt rein? Mal gucken. Da ist eine Feuerwache, glaube ich. Ey. Das ist ein Feuerwehrmänner. Da gehe ich mal gucken. Ja, bestimmt wieder Zombie-Feuerwehrmänner. Jetzt habe ich den anderen Raum gefunden mit. Ich habe mich erstmal hübsch gemacht, habe jetzt eine Pudelmütze auf, eine Sonnenbrille, eine Damensonnenbrille vor allem an. Jetzt nicht mehr schöne Yoga-Outfit. Ah, das sexy Yoga-Outfit, ey. Habe ich jetzt ausgezogen. Ich brauchte mal was Neues, was Frisches zum Anziehen. Ah, das ganze Blut, das... Muss mal ausgewaschen werden, genau. Ist man da hingekommen, ey, wie viele Zombies hier sind, ey. Ohne Auto bist du hier echt aufgeschnitten. War mit einem Hammer. Ja, das ist heftig. Oh, es ist dunkel bei der Feuerwehr drin. Gucken, was es hier Schönes gibt. Hier soll angeblich auch was sein zum Sammeln. So, jetzt bin ich aber sauer. Mal gucken, was man hier einsammeln kann. Mutteröl wollen wir nicht. Hier muss irgendwas sein zum Einsammeln. Was ist denn das für ein Symbol diesmal? Kann ich gar nicht erkennen. Zieh ich mich an wie ein Feuerwehrmann, das hatten wir ja erst. Kratzt irgendwie. Ja, wo kam der denn jetzt her? Der Verrückte. Ich habe immer noch nicht gefunden, was man hier einsammeln kann. Der Waffe wird gar nicht leer jetzt aber. Danke für nichts. Wegen dem Munitionsbonus, den wir haben. Keine Nahkampfwaffen mehr. Was nehme ich denn jetzt? Fäuste oder was?
Damit, die sind ja sowas von ineffektiv. Aber wenigstens macht er hier einen Sidekick. So. Der Look. Haut doch mal ab und lass mich in Ruhe durchsuchen hier. Ich such was. Aber ist er. So muss irgendwas versteckt sein. Hier geht's noch draußen. Ach, nach oben geht's noch. Würde lachen, wenn da wieder ein Exosuit ist. Oh, schöner, schöne Sportbrille. Nein, nicht. Oh, jetzt habe ich. Na egal. Jetzt habe ich Billardkugeln eingesammelt, die ich gar nicht haben wollte. Dann nehmen wir den Kö wenigstens, weil ich habe keine Nahkampfwaffen mehr. Oh, hier ist wieder so ein Power-Up von für einen Exosuit. Aber ich sehe nicht zum Einsammeln. Hier soll angeblich auch was zum Einsammeln sein. Hey. Vielleicht ein Exosuit. Ich guck mal. Hier steht ein Zombie. Oh, hier ist aber echt Action. Hier sind so viele Zombies. Da müssen wir immer den Weg so freiballern und machen, ey. T-Shirt-Kanone. Ich finde auch noch ein T-Shirt-Kanone. Aber nur so Kanone habe ich eben auch schon gesehen. Oh, wieder mal. Sag mal, warum klettert der nicht auf das scheiß Auto drauf, Mann? Ach, bist du drauf? Nicht bei der Feuerwehr? Hä? Nee. Gar nicht, wo ich bin. Auch nicht. Irgendwo in der Zombie-Menge überall drin immer. Ah, hier. Irgendwas effektiveres. Jetzt nehme ich erstmal die Knarre, damit ich durch die ganzen Massen komme. Ja. Oh, ich bin fast tot. Ui. Was hab ich denn jetzt immer noch? Ach, der Kühe ist durchgebrochen. Auch nicht schlecht. Der Billardkö, den ich eingesammelt habe, der ist kaputt. Lol. Oder der ist so klein, aber das glaube ich nicht. Der war eben auch größer. Oh. Alter, hab ich geschmissen. Jetzt ins nächste Gebäude. Ich bin jetzt auch. Kann man auch mit irgendwas kombinieren. Ist hier irgendwo ein Auto, was man sich schnappen kann? Nee. Ich habe wieder keine Nahkampfwaffe. Ah, ich hab einen Raum gefunden. Geht doch nichts über den mit so einer Tür und da schreit wieder einer im Höfer. Ah, ja, ist auch verschlossen, aber. Das hatte ich auch gefunden, ich glaube ich. Ich brauche irgendwo. Ach so, ja, das, ich bin von hinten in die Likörbar reingegangen, in der du die Tür gefunden hast. Ach so. Hast. Da irgendwo ein Panic Room sein, aber dafür brauchen wir den Schlüssel. Scheiße. Ach du Scheiße, wo bin ich denn hier reingegangen, wo lauter Zombies drin sind? Ich dachte, hier gibt's irgendwas, was vielleicht versteckt ist. Hier ist eine Truhe. Da müssen wir in dieser Gegend bestimmt ja auch wieder einen Notfallbunker säubern oder so. Denke ich mal auch. Wir müssten eigentlich wieder zurück zur anderen Gegend, ne? Ja. Habe ich eine Autowerkstatt oder so. Ach, hier ist ein, jetzt habe ich hier noch eine blaue Dings gefunden. Blueprint, aber da fehlt auch der Schlüssel. Wir haben ja keine Schlüssel gefunden in der Gegend hier. Eine Leder, ich habe eine Lederjacke gefunden. Die ziehe ich mir gleich an. Wenn ich mal endlich die Zombies hier los habe. Habe ich gerade kombiniert. Ah, man braucht einen Gast. Der Zombie hat sich zwischen den Regal gebackt. Ich hab eine schicke Lederjacke an. Bini. Komm schon, Frank. Das kauft ja doch keiner ab. Ich will den Bini haben. Ich kann mich nicht bewegen. Wieso komme ich an die Mütze nicht ran? Nein. Hä, warum hat denn der jetzt wieder eine Winterjacke an? Nein, zieh die Lederjacke an, du Spinner. Ah, das Problem hatte ich eben auch. Hat mir laufend hin und her angezogen. Ja. Weil wenn du nochmal drauf drückst, kannst du deine alten Kleider nochmal anziehen immer. Ich schaff's nicht. Ich muss irgendjemand, glaube ich, helfen, oder? Ach, das sind obskures Leute.
Sind sie irgendwie ein Restaurant oder was? Nee, was ist denn das hier? Schneiderei? Friseur oder sowas, ne? Silas, geht! Und mit dem Heilmittel. Oh, geht's nicht ab, ey, was ist denn hier los? Diese Action pool hier, nur am Metzen. Ja. Weil ich lock ja immer mehr Leute an. Ja, irgendwie schon, ne? Ich brauche aber was zu essen. Tausche Edelsteine? Ich will aber nicht mit Edelstein werfen. Oh, sind das da oben? Mobiltelefon, achso. Das ist eine Schuhe. Oh Mann. Oh, der hat mich gebissen, obwohl ich schnell genug geklickt habe. Ja, das ist mir auch schon öfters. Jetzt. Diesen Blueprint, Nussknacker. Nee, Nusskracher. Hatten wir den schon? nee, wir hatten glaube ich nur. Nusskracher heißt der. Ich hab einen Schlüssel jetzt gefunden. Er kennt sich's Autowerkstatt. Okay, muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Erstmal ruhig was zu essen. Hier auf dem Boden liegt ein Energy Drink. Was ist denn hier von Helm gefunden? Oh, hier kommen immer mehr. Ich komme an von der Stelle. Echt übel. Du kannst auch gar nicht mal irgendwas gucken oder so. Du bist immer direkt. Ja. Das sind die Finishing-Moves toll. Ja, auf jeden Fall. Aber nicht der Was ist mal hier einen schicken Helm auf? Ah, ich habe einen Geheimgang in der Autowerkstatt freigelegt. Nach unten ist ein Panic Room wieder. Ah, okay. Dafür ist der Schlüssel wahrscheinlich. Wo ist denn die Autowerkstatt? ja, gute Frage. Warte, ich guck mal, ob ich das irgendwie auf der Karte sehen kann oder das sagen kann. Ah, wir sind im North Peak. Ja. Ja, das ist in der Nähe vom Likörladen. Wo lang denn da? Über diese gerade Straße drüber. Oh, Scheiße, also das sind ja alle Straßen, die lange gerade Straße, ne? Das, alle anderen sind ja abgewinkelt. Also die Straße geradeaus oder was? An dem Likörladen vorbei? Nein, über diese Straße drüber, also nicht der Straße folgen, sondern drüber laufen einfach nur. Und dann kommt ja diese ganze Gebäudekomplexe da. Was ist das Hotel denn? Nee, das Hotel ist oben. Unten runter musste. Anders runter. Ich sehe es nicht, oh, egal. Ich guck auch da hinten, glaube ich. Ah, da ist so ein viereckiges Häuschen, also so ein... Ist da so ein blaues, keine Ahnung, Ding? Keine Ahnung, Ding, genau. Die Folge ist übrigens schon wieder zu Ende. Wir müssen okay. Pause. Ich habe einen Kontrollpunkt erreicht. Ja. Dann sagen wir mal, ne, danke fürs Zuschauen. Was sagst du genau. Den Leuten? Ja, schaut auf jeden Fall mal bei Sandy noch vorbei. Genau, und oder beim Spucki. Um das Ganze aus ihrer Sicht zu sehen. Ja. Wenn ihr das sehen wollt. Genau. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bei Dead Rising 4. Genau. Ciao, Leute. Ciao.